Hallo, grüß euch. Heute mache ich eine schöne Runde mit euch zu einer wunderbaren Blumenwiese, gleich bei uns ums Eck. Und damit solche Blumenwiesen aber dauerhaft so schön bleiben, muss man einige Dinge in der Pflege beachten. Wann man es mäht, wie man es mäht und so weiter, das schauen wir uns heute an. Und dann werden wir uns ein, zwei schöne Blumen da rauspicken und schauen, wieso denn die so wichtig sind, diese heimischen Wiesenblumen. Und die Kosi wird euch einen schönen Deko-Tipp aus diesen natürlichen Materialien einer Blumenwiesen zeigen. Ich stehe jetzt da gerade vor einer wirklich schönen Blumenwiese, obwohl die noch relativ jung ist. Die ist erst vor 3 bis 4 Jahren angesät worden, längstenfalls, und hat sich jetzt eigentlich schon recht schön entwickelt. Momentan sind die Margeriten gerade voll da. Margeriten sind für uns immer ein Signal. Jetzt wird es dann langsam Zeit, dass man die Wiese das erste Mal mäht. Wieso sind solche Blumenwiesen eigentlich so wichtig? So Blumenwiesen, wie es der Name schon sagt, beinhalten ja Blumen. Das ist eigentlich eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen heimischen Blumen. Und die meisten Blumenwiesen, wie es bei uns vorkommen, sind eher auf Standorten, man sagt Fettwiesen dazu. Das heißt nichts anderes, der Boden ist relativ nährstoffreich und hat eine gewisse Grundfeuchte. Und durch das wachsen diese Pflanzen sehr, sehr gut. Und man kann es dann im Jahr mindestens einmal, eher sogar zweimal, in Ausnahmefällen vielleicht sogar dreimal mähen. Da macht es überhaupt nichts falsch, sondern im Gegenteil, man soll das sogar mähen. Und solche Blumenwiesen sind mittlerweile so unschätzbar wertvoll geworden, weil sie ja in unserer Landschaft eigentlich mehr oder weniger verschwunden sind. Einfach durch die Tatsache, dass man in der Landwirtschaft jetzt die Felder und die Wiesen vor allem anders bewirtschaftet wie früher. Sie werden häufiger gemäht und vor allem sie werden viel mehr gedüngt. Und das vertragen solche Blumenwiesen überhaupt nicht. Die sollen gar nicht gedüngt werden, sondern im besten Fall eben gemäht, und das Mähgut ist immer zum Entfernen, und dann erhaltet es die Vielfalt. Solche Blumenwiesen, das klingt jetzt witzig, aber es ist so, sind eigentlich nichts Natürliches. Natürlich sind es unsere heimischen Pflanzen, aber die sind in Wahrheit entstanden durch eine lange traditionelle Form der Wiesenbewirtschaftung von unseren Bauern. Die haben das ganz nötig gebraucht, dieses Heu, dieses Futter für, meistens waren es Kühe, aber es können auch Gas, Ziegen, Hasen und so weiter gewesen sein. Das war ganz, ganz wichtig, dass das oft die mageren Erträge von den Wiesen eingefahren worden sind. Das heißt, die sind regelmäßig gemacht worden. Jedes Jahr ein bis zweimal, je nachdem, wie viel die Wiesen hergeben hat. Weil der Dünger damals ist ja eigentlich nur in den Gemüsegarten und nirgends woanders hingekommen, weil mehr hat man nicht gehabt. Und dann haben sie über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte zum Teil oder vielleicht sogar noch längere Zeiträume, solche miteinander verwobenen Pflanzengesellschaften gebildet, wie wir es heute aus Blumenwiesen kennen. Und die sind deshalb so extrem wertvoll, weil unglaublich viel verschiedenste Insekten solche Blumenwiesen oder eben die Blumen, die da drinnen vorhanden sind, unsere heimischen Wiesenblumen, eben wie es da ist, eine Margeriten oder ein Klee, weil die das brauchen, um überhaupt überleben zu können. Ohne diese Blumen können viele Insekten nicht überleben oder nur schwer. Und das sehen wir ja heute, weil die Zahlen der Insekten schauen ja ganz, ganz schlecht aus, sowohl was die Arten selber betrifft, sterben langsam die eine oder andere tatsächlich aus, weil einfach diese Blumen nicht mehr vorhanden sind. Aber das größere Problem ist, die Masse, die Menge der Insekten ist so geschrumpft, und deshalb könnt ihr mit so Blumenwiesen einen wirklich einen super Beitrag für die Artenvielfalt und für die Insektenmenge leisten. Schauen wir uns einfach einmal die Margeriten an, weil die ist wirklich total unkompliziert und ist sehr gern in solchen Wildblumen mit dabei. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Margerite, wenn man sie anschaut, die hat ja, man sieht das gleich, eine schön leuchtende, so eine hellgelbe Mitte, mit der lockt sie natürlich die Insekten an, weil da ist der Pollen und der Nektar, und das ist total leicht zugänglich. Da braucht man nicht großartig
irgendeinen langen Rüssel haben, sondern da kann jeder dazu. Und man hat das gezählt, das haben Biologen gezählt, wahrscheinlich über viele Jahre, und mittlerweile wurden fast an die 80 verschiedene Wildbienenarten beobachtet beim Sammeln von Nektar oder Pollen an den Margeriten. Ich glaube, es sind so 10 bis 12 sind sogar spezialisiert auf die Margeriten, und auch für Schmetterlinge sind Margeriten interessant. Es gibt etliche Schmetterlinge, die die Eier auf die Margeriten legen, und die Babys der Schmetterlinge, die Raupen, die fressen dann an den Margeriten, damit sie sich wieder zu einem fertigen Schmetterling entwickeln können. Aber auch Schwebfliegen, Käfer und so weiter. Für die sind die Margeriten wirklich eine willkommene Snackbar, weil in dieser Pollen also ganz leicht zugänglich ist. Man braucht es nur anschauen, da sieht man, okay, da kann man super landen. Hier gibt es was zu futtern für mich. Also wirklich eine ganz, ganz eine wertvolle Pflanze. Und sie tut sich so über die Wurzeln eigentlich verbreiten. Stell euch noch eine zweite, ganz wertvolle Wiesenblume vor. Wahrscheinlich kennen es eh sehr viele von euch, aber man sieht es leider auch schon wirklich immer seltener. Die Wiesenwitwenblume oder Wiesenknauze. Schaut sie ja ähnlich aus wie eine Skabiose. Und die ist wirklich auch extrem wertvoll. Sobald ihr die im Garten habt oder in der Blumenwiese, ihr werdet es nicht bereuen, weil sie wird von ganz, ganz vielen Wildbienen wieder wirklich freudigst benutzt. Ist ein extremer Schmetterlingsmagnet. Also was die Schmetterlinge auf diese Knauzien abfahren, das ist unglaublich. Und da sieht man wieder, wie sehr in der Natur alles verwoben ist. Es gibt eine eigene Wildbiene, die ist nicht einmal so selten. Das ist die Knauzien- oder Witwenblumen-Sandbiene. Das ist eine eigene Biene und die hat sich spezialisiert auf die Witwenblumen. Das heißt, wenn es keine Witwenblumen, es gibt auch Skabiose, auf die es manchmal noch geht, wenn die nicht da sind in dieser Gegend, dann gibt es auch diese Knauzien-Sandbiene nicht, weil die braucht den Pollen, den sammelt sie ausschließlich von diesen Witwenblumen, um ihre Larven zu ernähren. Das heißt, Pollen wird gesammelt und die Larven werden dann mit diesem Pollen gefüttert. Und das müsst ihr mal beobachten, vielleicht habt ihr welche zu Hause, die sind gar nicht so schwarz zum Erkennen. Die haben dann so Pollenhöschen und die leuchten genau in der Farbe wie diese Wiesenwitwenblumen. Das ganz Wichtige bei solchen Wiesen, und viel fürchten sie davor, vor diesem Mähen, vor diesem Schnitt, weil sie sagen, dann wird ja alles kaputt, wenn ich das mähe. Ich lasse das lieber stehen. Aber man kann solche Fettwiesen, diese nährstoffreichen Wiesen, die so schnell wachsen, die sind im Juni schon richtig da, die kehren gemäht. Da darf man keine Angst haben, das tut die Blumen auch nichts. Das erkläre ich jetzt dann daheim bei mir. Da zeige ich euch ein paar so Tricks und Tipps und erzweige es mir dann im Herbst. Damit uns ein bisschen die Zeit vertrieben wird, schauen wir uns dabei einen Deko-Tipp von der Kosi an. Und Kosi zaubert für uns heute aus Grasschnitt und Wiesenblumen ein ganz besonderes Windlicht. Bevor die Blumenwiese gemäht wird, heißt es noch einen ordentlichen Strauß zauberhafter Wiesenblumen pflücken. It seems your heart just needs a fresh start. Dann braucht Kosi ein paar Zweige, welche sich gut zu einem Kranz biegen lassen. Einfach mit Blumendraht befestigen und die überschüssigen Blätter abzwicken. Jetzt die Gräser büschelweise um den Kranz wickeln und mit dem nächsten Büschel befestigen.
Et voilà, fertig ist das Grundgerüst für das Hängewindlicht. Jetzt noch ein Glas mit Draht umwickeln. Mit Steinen befüllen und in den Kranz hängen. Fehlt nur noch eine Kerze. Cosi hängt noch ein paar kleinere Gläser an das Hängewindlicht und füllt diese mit Wasser. Nun wird noch alles mit Wiesenblumen dekoriert. Und fertig ist ein einzigartiges Hängewindlicht für den Garten. Und jetzt wieder zurück zu Markus. Bei ihm wird jetzt gemäht. Ja, eigentlich glaubt man, beim Mähen wird man wohl nichts falsch machen können. In Wahrheit ist es eh so, es ist einfach, aber man muss ein paar Sachen vielleicht beachten, damit man so Blumenwiesen richtig mäht. Eben das Erste, die Angst verlieren und sie mähen. Weil das Nicht-Mähen ist viel schlechter, als wir, wenn man es mäht. Aber man soll es eben nicht zu oft mähen. Also nicht, dass es dann alle 2-3 Wochen mäht, dann kriegt es keine Blumenwiesen zusammen. Aber jetzt gehört es gemäht. Das ist meistens so Anfang bis spätestens Ende Juni herum, würde ich sagen, bei diesen nährstoffreichen Wiesen. Und dann noch einmal im Herbst. Irgendwann im September, so irgendwas, das ist dann nicht so genau. Und viele haben ja dann Angst, naja, wenn ich jetzt mähe, dann mähe ich ja die ganzen Blumen weg, dann sind die verloren für immer und kommen überhaupt nicht mehr. Und das ist eigentlich nicht der Fall, weil diese Blumen, die da drinnen sind, wie die Margeriten, die Wiesenwitwenblumen, der Storchschnabel vielleicht, Wiesenstorchschnabel, die Glockenblumen, die sind ja alles mehrjährige Blumen. Das heißt, die kommen so oder so, auch wenn man es mäht, treiben die wieder aus. Und im Gegenteil, ihr regt durch diesen ersten Schnitt zu einer zweiten Blüte an. Das heißt, die wachsen dann wieder durch und blieren nochmal. Also habt ihr eigentlich für die Insekten die Öffnungszeiten euch ein paar verlängert. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass die ganz lang was haben davon. Und nicht nur das, was der ganz positive Effekt ist von dieser frühen ersten Maat. Man ist immer bestrebt, den Boden möglichst nährstoffarm zu halten. Und jedes Mal, wenn es das grüne Futter sozusagen wegmatzt, nehmt es den Boden ein bisschen an Nährstoff und macht es nährstoffärmer. Und durch das haben dann wieder mehr Blumen auf dieser Wiesenplatz. Das ist ein bisschen theoretisch vielleicht, aber es ist ganz gut, wenn man es einmal weiß. Besser kann es nicht. Aber für mich reicht es, für meine Wiesen reicht es. Was ganz wichtig ist beim Mähen, ideal wäre es halt, wenn man eine Blumenwiesen hat, weil die werden ja hoch, diese Blumenwiesen. Wenn sie es mit einem guten Werkzeug mäht, was die Wiesen einerseits schont und gleichzeitig aber auch die ganzen Lebewesen, die in der Wiesen wohnen, weil da wohnen ja nicht nur Insekten, da wohnen vielleicht auch Spinnen, ist klarerweise, aber auch, es kann auch Blindschleichen da unterwegs sein, es kann Schnecken, die mögen manche nicht, aber wir reden jetzt nicht unbedingt von den Nacktschnecken, sondern von den Heiselschnecken und die sind auch wichtig, aber auch Frosch und Eidechsen, also alles Mögliche bewegt sich in solche Blumenwiesen. Und wenn sie es zum Beispiel klassisch mit der Sense mäht, passiert natürlich ganz wenig diesen Viechern. Sie merken auch, da kommt irgendwas daher, haben ein bisschen Zeit zum Flüchten, zum Anhauen und es könnte so auch mit dem guten alten Balkenmäher mähen, wie es die Bauern heute noch machen, weil es einfach ein super Werkzeug ist. Du fährst relativ hoch, das ist auch wichtig, es müsst schauen, dass die Wiesen nicht tief runtermatzt, also nicht auf 2-3 cm, das ist kein Rosen, sondern 7 oder 10 oder 15, das kann auch vom Bild her relativ schlampert ausschauen, dann habt ihr es richtig gemacht, weil dann bleiben unten die Hälse von den Blumen unverletzt und viele Tiere schätzen das, wenn unten noch ein bisschen so was stehen bleibt, eben verschiedenste Raupen, Käfer und so weiter, die können sich da dann wieder verstecken.
Und noch einen Tipp gebe ich euch, macht's vielleicht, wenn ihr größere Flächen habt, vor allem nicht alles auf einmal, sondern in Etappen. Macht's, was weiß ich, Anfang Juni einmal ein Stickel und dann wart's zwei, drei Wochen und dann macht's das nächste Stickel. Weil so haben die Insekten alle noch eine Fläche, wo sie ernten können in der Zwischenzeit. Und wenn's die nächste dann macht's, dann ist die andere Fläche schon ein bisschen gewachsen und wird bald blühen. Also haben wir immer ein bisschen ein Angebot für unsere Insekten. Was ganz schlecht ist, ich sag's noch dazu, weil das momentan einfach sehr gern gemacht wird oder viel verwendet wird, das sind so diese Muttersensen, weil die haben dieses, eigentlich ist es eine Schnur, die sie im Kreis dreht, weil die zertrümmert oder macht das Mähgut auch sehr, sehr klein und fein. Und natürlich alle Insekten, die sich da drinnen bewegen, die werden kaputt gemacht. Also wenn man sowas hat, dann sehr hoch mähen, dass wenigstens nicht ganz am Boden runtermatzt, dann passiert weniger. Und am schlechtesten sind die sogenannten Mulchmäher. Da gibt es auch verschiedene Typen, weil wenn du mit denen über Wiesen fährst, die dann wirklich alles zertrümmern. Da gibt es so verschiedenste Typen auch und die schlägeln dann zum Teil sogar noch das Mähgut und das wäre ganz schlecht. Gibt es Untersuchungen dazu, dass wirklich da der Großteil der ganzen Tiere, die da in diesen Wiesen leben, die werden da auch mit zerstört. Also Fazit, alle die so eine Blumenwiesen vielleicht schon haben oder selber haben wollen und dann richtig pflegen wollen, keine Angst vor Mähen bei fetten Wiesen, also alle die schnell und gut wachsen, das erste Mal so meistens im Juni herum und dann ein zweites Mal im Herbst. Wenn ihr wirklich die Ausnahme habt und eher so eine magere oder sehr magere Wiesen, dann reicht es, wenn man die einmal im Jahr mäht. Das sieht man eh, die wachsen viel weniger, die sind vielleicht im Sommer erst kniehoch, die mähe ich dann natürlich nur einmal, da reicht es. Und ein bisschen aufpassen, welches Mähwerkzeug das man nimmt, die gute alte Sense auspacken, vielleicht einmal einen Sensenkurs machen, das hat mich auch nicht schon, oder mit Balkenmäher ist auch super, dann erhaltet ihr wirklich dauerhaft die Vielfalt in solchen Wiesen und es ist für uns eine Riesenfreude und gleichzeitig aber auch für die ganzen Insekten und für die Tierwelt so, so wichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war cool. Gebt uns gerne ein Like. Mehr habt ihr da oben und da könnt ihr uns abonnieren. Da freuen wir uns auch richtig.